Hallihallo, Sicherheitshinweis Nummer 3.500.011. Linux Mint hier mit der KDE-Benutzeroberfläche Version 17.2, Raffaela. Blödsinniger Fehler mit Mint Drivers. Werde ich mal kurz erklären. Wir schalten heute mal die Firewall ab, indem wir jemand einen manipulierten USB-Stick unterjubeln. Grundvoraussetzung: keine Internetverbindung, dann sucht Mint Drivers nach einem Installationsmedium, ja, und zwar im Unterordner Media. Ich habe dort einen USB-Stick reingesteckt, den könnten wir zum Beispiel vom Kumpel gekriegt haben. Da sind vielleicht irgendwelche sinnvollen Sachen drauf oder auch nicht, ja. Da sind Testordner, wie auch immer, wunderbar. Was wir nicht sehen, ist erstmal, dass da ein versteckter Ordner drin ist, mit dem Namen Punkt, Anführungszeichen, Semikolon, sudo, Leerzeichen, UFW, Leerzeichen, Disable, Semikolon, Raute, Anführungszeichen. Ja, gut. Wie das halt normalerweise ist, ja, auf USB-Sticks, ne? Also sieht man normalerweise nicht, muss man extra Alt und Punkt drücken, damit man das überhaupt sieht. Der USB-Stick könnte auch voller sinnvoller Sachen sein, Bilder von nackten Katzen und MP3-Dateien. Ihr habt den USB-Stick drin. Also wie gesagt, ihr seht das erstmal nicht. Der Unterordner könnte auch ganz versteckt ein Unterordner sein von irgendwas. Was drin sein muss, ist eine Datei in diesem manipulierten Ordner. Großgeschrieben, readme.diskdefines, kleingeschrieben. Nun, was ihr vielleicht seht, dieses hier ist ein Shell-Kommando. Und zwar passiert jetzt Folgendes. Keine Internetverbindung da. Das Ding sucht, wenn ich die Treiberverwaltung aufrufe, nach dem Installationsmedium einer CD, DVD oder einem USB-Stick. Den sucht es im Media und holt sich den Pfad bis zur Datei readme.diskdefines, in der irrigen Annahme, dass nur auf dem Installationsmedium diese vorhanden ist. Dann wird der Dateiname readme.diskdefines aus dem Pfad entfernt und dieser Pfad dann angenommen, dort wäre das Installationsmedium und eingefügt in die Shell. Und zwar genau hier, ne? Hier ist also das Python-Skript mit Drivers py. Keine Internetverbindung vorhanden, dann geht es hier weiter. We can't reach the repository, also kein Internet gefunden, dann geht es hier weiter. Finde das Live-Medium. Nun, hier durchsucht Linux Mint dann den Ordner auf unserer lokalen Festplatte Media, und zwar den kompletten Ordner, ne? Ja, das gibt dann so eine Liste sämtlicher Ordnernamen, egal wie tief vergraben, unter anderem auch unseren Punkt und so weiter, Shell-Kommando. So, findet dann in sämtlichen Ordnernamen unseren Ordner, weil darin die Datei readme.diskdefines drin ist. Gut. Und nun wird, wie gesagt, aus diesem Ordnerpfad der letzte Anhang readme.diskdefines entfernt, durch leer entsetzt, und jetzt ist er der irrigen Meinung, dass das der Mountpunkt des Live-Installationsmediums wäre. Und fügt das hier ein. Dann gibt es wieder mit OS.System auf die Shell, was im Prinzip nichts anderes ist als eine Konsole, ein Terminal. Er versucht dann mit sudo, mit admin-Rechten, abcdromd, und hier wird unser Shell-Kommando eingefügt, diesen Mountpoint mit abcdrom da mal entsprechend zu behandeln. Nun ist ja in diesem gesamten Pfad unser Shell-Kommando drin. Nun, an sich sollte das gar nicht ausgeführt werden. Das steht ja eigentlich so in Anführungszeichen. Da aber unser Shell-Kommando selber wieder Anführungszeichen haben, werden die ausgehebelt und als separater Befehl behandelt, weil Semikolons drin sind. Wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Wir schalten jetzt die Firewall ab. Also keine Internetverbindung. Der USB-Stick vorbereitet, vom guten Kumpel gekriegt. Wir sehen nichts davon, weil halt dieser Ordner versteckt ist. Alt Punkt. Hier sind auf dem USB-Stick tausend nützliche Sachen, die wir schon immer haben wollten. Funktionieren
Fotos von leicht bekleideten Damen, MP3-Dateien illegal runtergeladen, der USB-Stick bleibt mal schön drin. Keine Internetverbindung. Und jetzt kommen wir auf die Idee, wir wollen Treiber. So, also wir gucken uns vorher mal die Firewalls an. Sudo UFW Status. So, hier muss ich mein Passwort mal kurz eingeben, damit man sieht, Status, die Firewall ist aktiv. Nach erfolgreichem Angriff ist die Firewall aus. Nun, was muss man machen? Gar nichts. Der USB-Stick muss drin sein, keine Internetverbindung. Mint Drivers. Ich habe das übrigens schon gemeldet, ja. Wenn sich überhaupt jemand mal hier drum kümmern. Also Treiberverwaltung, Linux Mint 17.2. Nun, hier sieht man, die Treiberverwaltung braucht natürlich Root-Rechte. Und deshalb funktioniert unser Kommando UFW-Disable überhaupt. Ne? Denn das kann man nur mit Root-Rechten ausführen. Ich sag mal so. Passiert jetzt irgendwas? Das kann jetzt einen Moment dauern. Also wir gucken mal zwischendurch, wie sieht es denn aus. Immer noch, noch ist er an. Ja? Also im Moment versucht es erstmal eine Internetverbindung herzustellen. Ist natürlich aus. Dann stellt es fest, ist nicht. Die Treiber konnten nicht installiert werden. Wenn das Fenster kommt, ist alles schon zu spät. Wir schauen uns dann nochmal mit Sudo UFW Status an. Die Firewall ist inaktiv. Unser Shell-Kommando wurde injiziert. Gut, hier kommt noch die Fehlermeldung, es gab keinen USB-Stick. Das ist auch sinnvoll, ne? Der USB-Stick von unserem Kumpel soll ja nicht als Live-Medium sichtbar sein. Das wäre uns dann ja übel aufgestoßen. Wenn wir plötzlich feststellen, da ist ja Live-Medium drin, das hätten wir vielleicht gemerkt. Ne? Nun zu sehen war von diesem Angriff nichts außer dieses Video hier. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss.